Lotto ist das Sinnbild der unbewussten Politik unserer Zeit und natürlich auch ein Spiegelbild der Unbewusstheit der Menschen, die dieses spielen. Guten Morgen. Gleich am Anfang. Ich habe nichts gegen die Menschen, die Glücksspiele spielen. Ich habe aber entschieden etwas dagegen, dass Menschen manipuliert werden. Und wenn das seitens der Politik passiert, eine Instanz, die für uns da ist, die wir gewählt haben und deren einzige Berechtigung das Vertreten unserer Interessen ist, dann habe ich sehr wohl was dagegen und genau deshalb gibt es auch dieses Video. Ich selber habe Poker gespielt, welches kein reines Glücksspiel sein muss, wenn man sich mit etwas Mathematik versorgt, aber ich habe Menschen gesehen, die dieses Spiel als Glücksspiel betreiben und dadurch auch real erfahren, was Glücksspiel auch anrichten kann. Auch einer der Gründe, warum ich ja an diesem System trotz guter Möglichkeiten Geld zu verdienen nicht mehr partizipiere. Woche für Woche prangen überall an Kiosken und an Lotto-Vertriebshändler die großen Millionenbeiträge auf digitalen oder auf solchen normalen Aufstellerleinwänden und animieren die Menschen dazu, ihr Geld dafür auszugeben, um noch reicher zu werden. Als ob wir, zumindest die meisten von uns, nicht alle schon genug Geld hätten. Und da wird bewusst den Menschen, die man gesetzlich und suggestiv gesellschaftlich in Arbeit zwängt, die sie nicht tun wollen, nur damit sie arbeiten für Dinge, die sie nicht brauchen, dieses Geld wieder aus der Tasche gezogen. Was für ein perfider Kreislauf. Und aus der Tasche gezogen ist exakt der korrekte Terminus. Es wird mit Plakaten, mit Werbespots und mit unzählig anderen Werbemitteln immer wieder darauf gedrängt, Glücksspiele zu spielen, das Lotto. Die Menschen werden bewusst in ein suchtähnliches Verhalten gedrängt. Ein unglaublich hoher Geldbetrag wird präsentiert, Millionengewinne und die Möglichkeit suggeriert, diesen einfach mal so nebenbei innerhalb einer Woche zu bekommen. Es werden falsche Hoffnungen und Träume bewusst initiiert und diese ständig am Laufen gehalten. Mit diesem zutiefst manipulativen und auch moralischen bedenklichen Verhalten, zumindest aus meiner Sicht, sagt mir, wenn ihr das anders seht, handeln unsere Vertreter nicht in unserem Interesse. Reine Glücksspiele gehören abgeschafft. Zumindest wenn es sich dabei um Geld handelt. Glücksspiele als solches sind vollkommen in Ordnung, wenn man dafür kein Geld bezahlt, wenn man Spaß haben möchte. Bei Glücksspielen ist es im Endeffekt so in der Realität, wie wir das jetzt hier in unserem Land haben, sei es staatlicher, sei es aber auch im privaten Sektor. Sie dienen lediglich dazu, dass Reiche immer noch reicher werden und Arme immer noch ärmer. Freude und Spaß, das kann man auch mit anderen Dingen erreichen und Menschen, die schon der Sucht bezüglich dieses geldrelevanten Glücksspiels erlegen sind, diese sind meiner Meinung nach auch auf Staatskosten ja, zu therapieren oder einfach sich mit ihnen dann auseinanderzusetzen und um sich zu kümmern. Immerhin ist der Staat wahrscheinlich einer der größten Verursacher dafür. Nur für alle, die sich noch nicht mathematisch mit dem Lotto an sich auseinandergesetzt haben. Es gibt kein System, wie man die ganz klassischen Lottospiele schlagen kann. Man kann durch das Wählen besonders unbeliebter Zahlen die Gewinnsumme im Falle des Gewinnes erhöhen. Aber es ist und bleibt ein System, was einfach dafür sorgt, dass man Geld, was man erarbeitet, einfach wieder abgibt. Man sollte doch denken, dass die Steuern in Deutschland schon hoch genug sind. Aber wir leben in einer unbewussten Gesellschaft. Und von Staats wegen Bewusstheit zu generieren, ist schwer. Es ist durchaus möglich. Die AIDS-Aufklärung in den 90er Jahren, ich denke da an den Werbespot mit Ingolf Lück, wird wahrscheinlich der ein oder andere von euch noch kennen, aber ich denke viele werden es nicht mehr wissen. Und auch die Zigarettenaufklärung mit diesen drastischen Bildchen, das ist durchaus erfolgreich. Es hat die Bewusstheit der Menschen angesprochen. Also es ist möglich. Aber nichts zu tun und vielleicht politisch in anderer Sicht zu arbeiten ist auch okay, aber noch das Gegenteil, also die Unbewusstheit zu forcieren, indem man Glücksspiele aktiv fördert, das kann ich nicht gutheißen und ist für mich ein Punkt, an dem ich sehe, wie viel Potenzial unsere Gesellschaft noch hat. Erst einmal die grundlegenden Dinge zu manifestieren. Was haltet ihr von staatlichen Lotto und Glücksspielen um Geld? Und das gerne auch im Allgemeinen, auf dem privaten Sektor, im öffentlichen Sektor. Und hier geht es wirklich um Spiele, die nicht schlagbar sind. Das heißt, wo man definitiv Geld verliert. Beispiel sind Automatencasinos, Roulette und so weiter. Also nicht Strategiespiele mit Glückskomponente wie Poker, die gegen andere Spieler durchaus kompetitiv geführt werden können. Kompetitiv, so ist es. Kompetitiv. Ja,
Selten verwendetes Wort, aber jetzt wisst ihr das auch. Sondern es geht um reine Glücksspiele. Und in dem Zusammenhang halt wirklich das Fördern des Staates, anstatt diese zu bekämpfen. Ne? Dass der Staat das finanzielle Interesse, mehr Geld zu erwirtschaften, auf Kosten der Gesellschaft durchführt. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Ich kann das manchmal ja ganz schwer einschätzen. Und ich habe euch meine heute präsentiert. So wie ich generell immer meine Meinung präsentiere und offen bin auch für andere Ansätze, und ich habe auch oft selbst mich revidiert in den Videos, die ich gemacht habe. Ich bin selber genau wie ihr auf einem Weg. Ich frage mich, ich hinterfrage mich und ja, möchte gemeinsam mit euch wachsen. Und ich hoffe, ich konnte euch etwas anregen, darüber nachzudenken, und ja, lasst uns austauschen. Alles Liebe, euer Christian.